Mein Name ist Miracan Mark. Ich betreibe die Sportart Schwimmen und bin Nachwuchssportlerin des Monats Juli. Mir bedeutet es, zum zweiten Mal Nachwuchssportlerin des Monats geworden zu sein, sehr viel. Ich freue mich natürlich riesig darüber und ich hoffe, wird noch mehr vorkommen. Seit der letzten Wahl bin ich die Europameisterschaft auf Madeira geschwommen. Dort bin ich auf 100 Meter Brust Zweite geworden und auf 400 Meter Freistil Dritte. Außerdem habe ich noch die Qualifikation für Tokio geschafft und wurde auch nominiert und hoffe, dass ich dort schwimmen werde. Also auf jeden Fall bedeutet mir sehr viel und ich kann es noch nicht so richtig realisieren. Ich denke, das kommt erst ein paar Wochen so davor, dass man dann wirklich so merkt, so ja, also die Aufregung kommt und man weiß, es geht bald los. Ja, und es war auf jeden Fall auch mein Ziel. Also von klein auf wollte ich schon immer auch bei den Paralympics starten. Und es freut mich noch mehr, dass ich das schon mit 17 Jahren schaffe und ja. Die Ziele sind, Erfahrungen zu sammeln und auch ins Finale vielleicht zu kommen. Und ja, ich versuche wirklich keinen Druck zu machen, weil damit kann man nicht gut schwimmen. Unerfahren ist er nicht. Sie durfte ja 2019 schon mal bei den Weltmeisterschaften reinschnuppern, ist dieses Jahr auch schon Europameisterschaften geschwommen. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal was ganz anderes. Das kann so und so ausgehen. Es kann ein Riesenvorteil sein, weil man unbefangen reingeht. Es kann aber auch sein, dass man dann eher von den ganzen Eindrücken, die man da kriegt, ein kleines bisschen überfordert ist. Wir schauen mal. Ausdauer? Sprints. Mehr. Schnitzel. Jessica Long. Wird jetzt der Nachwuchssportler des Monats August. Bis zum 31. Juli könnt ihr noch abstimmen.